Hiermit winkelst du deine Beine so an. Das nennt man auch Attitude-Position, wenn kein Bein gestreckt ist, sondern nur angewinkelt. Nun legst du deine Hand auf die Hüfte und dann drückst du dich aus der Hand heraus hoch und streckst dein Bein weit nach hinten. Also hoch, stabilisieren, Bein strecken, absenken. Dein gesamter Körper arbeitet. Mach dir das klar. Das Großartige an dieser Übung ist, dass dir deine Bauchmuskeln dabei helfen, dich zu heben und dich stabil zurück auf dein Bein zu bringen. Und wenn du hier bist, dann bringt dich deine Hüfte in eine feste Position und dein gestrecktes Bein ist im Grunde wie ein Hebel, der gegen die Hüfte wirkt, mit der du dich hochdrückst. Die Hauptarbeit steckt somit in dem Bein, auf das du dich stützt. Wichtig ist also, dass du dich in diese Position hochdrückst, in der sich deine Hüfte über dem Knie befindet. Mach nur 20 davon, dann aber wirklich alle machen. Hier machen wir jetzt noch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Gut gemacht.